Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der DNS-Reihe. Heute möchte ich mich mit euch, mir mit euch, mich mit euch, mir mit euch den Aufbau der Zonendatei anschauen. Viel Spaß! Ja, viele von euch haben mich angesprochen, haben gefragt, hey Sebi, wann machst du denn weiter mit der DNS-Reihe? Und ich weiß, ich habe ein bisschen geschludert und ich habe mir viel Zeit gelassen, aber das lag auch einfach daran, dass solche Videos ja immer gut vorbereitet sein wollen. Und ich habe mir hierfür echt viel Zeit genommen und habe das Ganze auch alles durchprobiert und nochmal durchgespielt, denn ich muss auch gestehen, als ich das letzte Mal einen Name-Server eingerichtet habe, das ist schon 3 Tage her. Und von daher, ich habe es schon länger nicht mehr gemacht, mache es auch im Moment gar nicht im Unterricht. Und deswegen ist es einfach so eine Sache, wo ich mich dann erstmal wieder selber reinfuchsen musste. Dann habe ich mir ein dickes Buch geholt, wo Seite fehlt, und habe halt nachgelesen, bis ich die Sachen so weit wieder einigermaßen im Kopf hatte. Ja, wir machen das Ganze auf Basis von Linux, weil das eben jeder von euch zu Hause hat oder zu Hause haben kann und man also auf einer virtuellen Maschine oder auch auf einem Raspberry oder sonst irgendwo ganz einfach seinen eigenen Name-Server laufen lassen kann, mit dem man im Heimnetz bestimmte Namen auflöst. Dazu bietet sich der Bind Name Server an. Ja, Bind Berkeley Internet Name Daemon oder sowas. Ist also einer, ja, ist schon ein urig altes Stück Software eigentlich. Wird heutzutage, ich glaube, in Version 9, Bind 9 heißt auch das Paket, das man dann in der Regel installiert, wird da also genutzt. Ja. Und da lässt sich relativ einfach ein DNS-Server, ein einfacher DNS-Server erst einmal installieren. Das Herzstück von jedem DNS ist die sogenannte Zonendatei. Das ist also die Datei, in der drinne steht, ja, welche Namen in welche IP-Adressen dann letzten Endes aufgelöst werden. Allerdings ist dieser Aufbau dieser Datei, der wirkt am Anfang ein bisschen kryptisch. Und deswegen ist das nicht so eine ganz einfache Geschichte, sondern etwas, was man etwas länger betrachten muss. Deswegen schauen wir uns in diesem Video jetzt ganz in Ruhe eine sogenannte Forward-Lookup-Zone-File, also eine Forward-Lookup-Zonendatei an. Das bedeutet, das ist die Datei, die der Name-Server benutzt, um einen Namen in einer IP-Adresse aufzulösen. Später werden wir uns dann anschauen, welche sonstigen Dateien es noch gibt und wie man den Name-Server installiert. Und dabei schauen wir uns dann noch die sogenannte Reverse-Lookup-Zone an, bei der also jetzt eine IP-Adresse in einen Namen aufgelöst werden kann. Auch dieser Vorgang ist möglich und muss vom Name-Server bedient werden. Also heutiges Video, nur die Zonendatei, einfach damit wir uns diesen Aufbau ganz in Ruhe angucken können und können uns dazu ein bisschen was merken und notieren. Und später dann im nächsten Video machen wir das Große und Ganze. Da schließen wir einfach ein Raspberry an und auf dem Raspberry werde ich dann nach und nach einen Name-Server installieren und hier für euch konfigurieren, ganz live und in Farbe. Und dann schauen wir uns auch noch schnell an, was es mit dieser Reverse-Lookup-Zone eigentlich so auf sich hat. Okay. Ja, legen wir direkt los. Ich habe euch hier eine Zonendatei mitgebracht, eine fiktive Zonendatei für eine fiktive Zone namens sefi.tv. Ja, wenn ich mir das also nochmal im DNS-Namensraum angucken will, geht es also vom Punkt nach TV und da habe ich mir jetzt die Domain sefi reserviert. Ja, und unterhalb von sefi gibt es jetzt also verschiedene Rechner, die auf bestimmte Namen hören sollen. Es wird also bei mir einen Rechner namens DNS geben, es wird einen Rechner namens Mail geben, es wird einen Rechner namens www geben und so weiter und so zu. Aber das schauen wir uns jetzt gleich erst in Ruhe an. Wir wollen die Zonendatei so ein Stück weit von oben nach unten ganz in Ruhe kennenlernen. Die Zonendatei beginnt jetzt hier in dem Fall. Ich habe einfach eine Kopie von der Standardzonendatei, die bei Bind mitkommt, gemacht und habe die dann nur nach meinen Wünschen angepasst. Die Standardzonendatei beginnt also mit einem Semikolon. Was bedeutet dieses Semikolon? Man sieht das hier schon so ein bisschen wahrscheinlich auch raus. Ein Semikolon bedeutet grundsätzlich, das ist ein Kommentar. Ja? Und zwar sind das Kommentare bis zum Zeilenende. Das heißt also, das nächste Mal Return bedeutet, der Kommentar ist beendet. Ne? Ist so ähnlich wie bei C++ und anderen Programmiersprachen, wo ihr mit Backslash, Backslash einen Kommentar bis zum Zeilenende zum Beispiel machen könnt. Ja? Okay, wir fangen an mit der, wir lassen diese Time to Live hier oben erstmal raus, das schauen wir uns vielleicht später noch an, aber wir fangen an mit dem wichtigsten Eintrag, der hier oben. Ja, das SOA hier oben, was ihr hier vielleicht sehen könnt, ja, SOA steht für Start of Authority. Also hier beginnt im Grunde genommen ja
der Bereich, für den dieser Name-Server zuständig ist. Und hinter dieses SOA, hinter diesem Kürzel hier, ja, folgen jetzt mehrere Dinge. Und zwar einmal der Name des Name-Servers, der für diese Domain zuständig ist. Und mein Name-Server hat also den Namen DNS. Der vollständig qualifizierte, das hier ist also ein sogenannter FQDN, der vollständig qualifizierte Domainname für diesen Rechner lautet also dns.sefi.tv und ganz wichtig, hier ist noch ein Punkt, ja, und dieser Punkt ist ganz, 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 ganz wichtig, denn das ist der Punkt, ne, der hier, das ist der Punkt, den wir hier oben am DNS Namensraum, die Wurzel des DNS-Namensraums, und den müssen wir immer mit angeben. Also nach Start of Authority folgt der vollqualifizierte Domainname des Name-Servers mit dem Punkt am Ende. Also dns.sefi.tv. Okay, weiter geht es. Ja, danach kommt die E-Mail-Adresse des Administrators für sefi.tv und hier ist es wichtig, dass die E-Mail-Adresse des Administrators funktioniert also folgendermaßen. Es ist also der Account-Name, ja, bei mir heißt der jetzt Sebi. Und jetzt kommt was, was wieder so ein bisschen, was muss man einfach wissen, wenn man Bind konfiguriert. Dieser Punkt, der erste Punkt hier in dieser Angabe, wird durch ein Add ersetzt. Ja. Also eigentlich lautet die E-Mail-Adresse meines Administrators jetzt also sebi@dns.sefi.tv. Ja. Kann natürlich auch gut und gerne sein, dass die einfach nur sebi@sefi.tv lautet. Ja, ich kann das jetzt hier also entsprechend auch anpassen. Das hängt ja wirklich nur von der Adresse ab. Ich wollte einfach nur zeigen, okay, es gibt also in diesem Namen ganz viele Punkte. Ja, auch hier wieder zum Schluss, ja, der Punkt, der den Namensraum quasi oben schließt, die Wurzel. Ja, und also der erste Punkt, der hier in diesem Konstrukt, in diesem String auftaucht, dieser erste Punkt wird durch ein Add ersetzt werden. Also jetzt habe ich sebi@sefi.tv dort stehen. Ja, das ist also die E-Mail-Adresse des Administrators. Bei bestimmten Fehlermeldungen wird die wahrscheinlich einfach mit rausgegeben, sodass ihr euch dann rein theoretisch an den Admin wenden könnt, wenn irgendwas mit dieser Zone nicht funktioniert. Dann geht hier eine Klammer auf. Und diese Klammer auf ist auch ganz wichtig, denn dazu muss man erstmal die schließende Klammer wiederfinden. Die sitzt hier. Das heißt also, das hier ist jetzt ein Mehrfachtupel, ein 1, 2, 3, 4, 5 Tupel von Werten, was jetzt hier definiert wird. Und diese 5 Werte möchte ich mir mit euch anschauen. Der erste Wert, der hier definiert wird, ist eine Seriennummer. Diese Seriennummer kann vom Administrator frei festgelegt werden. Also ihr könntet jetzt rein theoretisch bei der Seriennummer sagen, das ist einfach die Nummer 1. Ja? Und wofür ist diese Seriennummer eigentlich gut? Diese Seriennummer ist dafür da, um anderen DNS-Servern, also ihr habt ja in der Regel nicht nur einen, sondern ihr habt auch noch Backup-DNS-Server, also Secondary-Servers, ja, die dafür sorgen sollen, dass DNS weiterhin verfügbar ist, falls der primäre Server mal ausfällt. Diese Seriennummer sagt dem Secondary oder den mehreren Secondary-DNS-Servern, ja, ob sich etwas an der Zonendatei geändert hat. Das heißt, die fragen also in Abständen, in regelmäßigen Abständen nach, sagen wir, hat sich an einer Zonendatei was getan? Ja, das heißt, sie fragen die Zonendatei ab, prüfen dann, sie kriegen die Zonendatei zurückliefert, prüfen, ist die Seriennummer kleiner als die Seriennummer, die bisher bei mir oder gleich der Seriennummer, die ich bisher habe, oder ist sie größer? Wenn die Seriennummer größer ist, dann bedeutet das, die Zonendatei wurde verändert. Deswegen ist es gang und gäbe, dass man die Seriennummer also als Datum macht, ja, hier absteigend von Jahr, Monat, Tag, ja, also ich habe hier 2018 0508, ja, also 8. Mai 2018 und dann die 01 hier, um quasi die erste Version für diesen Tag festzustellen. Wenn ich jetzt also etwas an dieser Zonendatei verändern würde, dann würde ich das, und es wäre immer noch der 8. Mai zum Beispiel, dann würde ich jetzt also 2018 05 08 02 machen. Wenn ich sie dann am nächsten Tag verändere, dann habe ich 2018 05 09 01. Dadurch, dass ich das Datum also so rum auffasse und immer diese Seriennummer, diese zweistellige Seriennummer am Ende habe, kann ich also immer, wenn ich das Datum immer schön anpasse und die Seriennummer damit anpasse, wissen immer automatisch die anderen Nameserver, okay, hier hat sich was geändert, ich muss diese Änderungen jetzt übernehmen. Ja. Ja, dann gibt es hier noch 3 weitere Werte, die der Kommunikation mit den Secondary DNS-Servern dienen. Einmal Refresh, das sind jetzt alles Werte in Sekunden, also ein Refresh erfolgt alle 3 Stunden, das steht hier als Kommentar jetzt mal dahinter.
Und Refresh war, glaube ich, die Zeit. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Genau, die ein sekundärer Server warten wird, also ein weiterer Name-Server warten wird, bevor er den Primary wieder anfragt nach einer neuen Zonendatei. Das heißt also, mit diesem Wert hier steuere ich, dass alle anderen, alle sekundären Server, alle 3 Stunden bei primären Server anfragen und sagen: Ne, gib mir mal deine Zonendatei, ich will mal gucken, ob sich was geändert hat. Ja, wenn der primäre mal nicht erreichbar sein sollte, dann gibt es hier den sogenannten Retry-Wert, also nach wie vielen Sekunden wird der Secondary es dann wieder versuchen. Das macht ja keinen Sinn, dann im Millisekundenabstand immer wieder Anfragen zu schicken und das Netz zu belasten, sondern der Secondary wartet dann 1 Stunde jetzt in dem Falle mit 3600 Sekunden, ja, und wird dann nochmal eine Anfrage stellen. Ja, und dann gibt es noch den Expire-Wert, also ab wann wird die Zonendatei, die er vom Primären gekriegt hat, aber seitdem nicht mehr, die seitdem kein Update mehr oder seitdem der Primäre nicht mehr geantwortet hat, sagen wir es mal so, die dann da ist, dann ist also jetzt hier auf, was weiß ich, 600, 4800 Sekunden, das ist genau eine Woche gestellt. Ja, das heißt also, wenn der Secondary Server eine Woche lang keine Zonendatei vom Primären geliefert bekommt, dann wird er die Zonendatei als ungültig deklarieren, ja, und danach können keine DNS-Anfragen mehr in dieser Domäne beantwortet werden. Ja, aber in der Regel solltet ihr innerhalb von einer Woche jetzt zum Beispiel auch diesen Primary Name Server wieder am Laufen haben. Und diesen Wert hier könnt ihr natürlich beliebig einstellen, so wie ihr es wollt. Ne, hier sind jetzt mal 3 Stunden, 1 Stunde, eine Woche, dass ihr mal seht, dass man da also Sekundenwerte einstellt. Ja, und dann ist noch die Frage, wie lang ist eigentlich so eine Antwort vom, also wie lange wird so eine Antwort vom DNS jetzt im Cache gehalten? Ja, und da habe ich jetzt hier 86.400 Sekunden eingetragen, also einen Tag lang halten jetzt im Grunde genommen die anderen Name-Server, die vielleicht von diesem Name-Server eine Antwort erhalten, diese Antwort im Cache. Okay, das hier oben, also dieser ganze Bereich hier oben, dient also eigentlich nur der Steuerung der Name-Server. Ja? Also das hier ist nur NS-Control, Name-Server-Control. Ja, bedeutet also, hier habe ich jetzt nur Sachen, die die Server, Werte, die die Server benutzen, um miteinander zu kommunizieren und das DNS-System aufrechtzuerhalten. Und erst ab dann kommt eben ein Bereich, ja, wo jetzt also dann letzten Endes Namen aufgelistet werden. Ja. Und hier haben wir also Folgendes. Wir haben hier erstmal 3 Spezialeinträge, einmal für die Name-Server. In meinem Fall gibt es jetzt hier nur einen. Also alle Name-Server werden mit NS in dieser Datei hier eingetragen. Ja, wir haben also den Name-Server dns.sefi.tv und auch hier wieder darauf achten, voll qualifizierte Domainnamen, deswegen der Punkt am Ende. Und welche Rechner haben noch eine spezielle Aufgabe? Wir haben in den meisten Domains eben sogenannte Mail-Exchanger, die also für diese Domain E-Mails entgegennehmen und in die Benutzerpostfächer legen. Ja. Und ich habe hier in dem Falle sogar 2 Stück. Also MX steht für Mail-Exchanger und ich habe hier einmal den Server mail.sefi.tv und den Server mail2.sefi.tv. Warum habe ich 2 gemacht? Um euch zu zeigen, hier schreibt man in ganzzahligen Werten Prioritäten davor. Das heißt also, der hier mit der kleineren Priorität ist quasi der, ja, kleinerer Wert bedeutet höhere Priorität, so muss ich es sagen. Das heißt also, ein anderer Mail-Server, der jetzt sich fragt, wo kann ich Mail für @sefi.tv abliefern, ja, der wird hier beim DNS das anfragen und er wird zunächst den Rechner Mail befragen. Nur wenn der nicht antwortet, wird er den Rechner Mail 2 befragen. Ja, dafür die Prioritätswerte. Ja, und dann kommen jetzt hier unten also die verschiedenen Namen innerhalb von sefi.tv, ja, die also jetzt von dem Name-Server aufgelöst werden können. Ja, das hier, diese ganzen, ich mache das hier mal vielleicht grün, das hier, ja, und das eigentlich auch, sind sogenannte RR, also Resource Records. Dazu habe ich euch in einem vorherigen Video schon etwas erzählt. Diese Abkürzungen sagen mir also dann letzten Endes, um was für einen Eintrag es sich handelt. Ein einfaches A steht für eine IPv4-Adresse. Wenn ich eine IPv6-Adresse haben wollen würde, dann müsste ich insgesamt 4 As dahin schreiben. Also IPv6 wäre dann 4 mal A. CNAME oder CNAME steht für Canonical Name, ist also ein Alias.
Ja, MX steht für Mail Exchanger, NS für Name Server und so weiter und so fort. Das sind also die verschiedenen Typen, die ich hier habe. Und ihr seht also, ja, ich mache das jetzt vielleicht nochmal weg, mache das nochmal etwas schöner. So, ja, ihr seht also, der Name DNS wird aufgelöst in die IP-Adresse 10.0.100.100. Ja, das ist jetzt irgendeine private IP-Adresse, die ich mir ausgedacht habe. Ja, der Name Mail wird aufgelöst in 10.0.100.101 und so weiter und so fort. Und wichtig, ich habe jetzt also hier, oder interessant vielleicht, ich habe jetzt hier einen Rechner namens www, ja, dessen IP-Adresse wird aufgelöst in 10.0.100.112. Das heißt also, wenn irgendjemand jetzt im Browser www.sefi.tv eingibt, ja, dann wird der Browser oder wird der entsprechende Resolver im Hintergrund eine Anfrage an den Name-Server für sefi.tv stellen und wird fragen, wer ist denn der Rechner mit dem Namen www? Ja, und dann sagt er, okay, www, das ist die IP-Adresse 10.0.100.112 und entsprechend kann euer Rechner dann eine Anfrage dahin stellen. Ja, wenn ich möchte, dass ein Rechner unter mehreren Namen verfügbar ist, zum Beispiel möchte ich, dass mein Rechner namens www auch unter web verfügbar ist, also unter web.sefi.tv, ja, dann kann ich also sagen, web ist ein Alias, ein Canonical Name für www. Ja, also ich kann einen Rechner auch rein theoretisch unter mehr Namen ja, bekannt machen. Was man nicht machen sollte, ist irgendwie so solche verschachtelten Konstrukte. Also, was weiß ich, der Name Apache steht für Web und Web steht für www und so weiter und so fort. Also, das im Grunde genommen mehrfach verschachteln, das machen wir nicht, sondern wir machen nur einen Canonical Name auf einen, ja, im Endeffekt auf einen A-Record dann, beziehungsweise mehrere Canonical Names für einen A-Record, aber nicht ein Canonical Name für einen Canonical Name. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Best Practice ist und ob man das einfach nur deswegen nicht macht, weil es dann nicht funktioniert, also weil es Aufwand ist, oder ob man es nicht macht, weil es eben dann auch gar nicht funktioniert. Das kann ich euch gerade nicht sagen. Ich weiß nur, dass man, dass es Best Practice ist, das nicht zu machen. Ja, das ist jetzt soweit die Zonendatei, wie gesagt, für jetzt hier meine Zone oder für meine Domäne sefi.tv. Denkt immer dran, es ist also ganz, 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 ganz wichtig, ne, dieser, ich markiere das nochmal, dieser Punkt hier oben, ja, den findet ihr hier immer wieder. Er ist hier, er ist hier, er ist hier, hier, hier. Ne? Überall, wo also in der Zonendatei der Name der Domäne dann auftaucht, wird er mit dem Punkt abgeschlossen, um zu zeigen, okay, es ist innerhalb des DNS-Raums. Und ja, ein vollqualifizierter Domainname enthält eigentlich immer den Punkt, immer die Wurzel des DNS-Namensraums. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier diese ganze NS-Control-Geschichte, also diese ganze Sache mit den Seriennummern und so weiter und so fort, das könnt ihr im Grunde genommen, wenn ihr jetzt einen Name-Server aufsetzt, habt ihr ja in der Regel gar keinen zweiten, mit dem ihr dann nur großartig arbeitet jetzt im Heimbereich. Das heißt, da könntet ihr diese Werte einfach standardmäßig belassen und euch gar keinen Kopf drum machen. Ja? Ansonsten habt ihr eben dann noch auf jeden Fall bei euch den NS-Eintrag hier, den Name-Server-Eintrag, ja, und ihr habt dann später eben unten die ganzen verschiedenen Namen, die ihr auflösen können müsst. Ne? Das heißt also, dass hier unten dieser untere Bereich, vielleicht kann ich den hier mal so ein bisschen grau einkreisen, ne? Das ist dann das, was ihr letzten Endes wirklich bearbeiten müsst, wenn ihr einen Name-Server einsetzt. Ja, oder konfiguriert. Ja, alles Weitere, wie jetzt diese Datei, in welchem Verzeichnis die beim Bind liegen muss und was es mit der Reverse Lookup Zone auf sich hat und wie man dem überhaupt sagt, dass er auf diese Zonendateien gucken soll, etc. Das alles zeige ich euch dann also im nächsten Video. Auch wie man diesen Server vielleicht dann so konfiguriert, dass er ansonsten weitere Anfragen noch nach draußen schickt. Aber da werdet ihr sehen, das macht er eigentlich schon von alleine und das ist sein Standardverhalten. Das heißt, dieser Name-Server ist dann der, den ihr in eurem Heimnetz einfach überall als Name-Server eintragen könnt, bei allen Rechnern, und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like oder einen Kommentar oder irgendwas da, vielleicht sogar ein Abo, und das wäre natürlich ganz, ganz toll. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss.